angesetzt. Flensburger Studenten brauen ihr eigenes Bier. Sie studieren Bioverfahrenstechnik und jetzt haben 7 Studenten der FH in Flensburg aber etwas entwickelt, was so gar nicht trocken oder nüchtern ist. Sie brauen nämlich ihr eigenes Bier nach ganz eigenem Rezept. Und damit treten sie am Freitag sogar beim First International Brewing Contest in Hamburg an. Meine Kollegin Andrea von Burgsdorf durfte vorab schon mal probieren vom handgebrauten und sogar katerfreien Zickfelder Dunkel. Wer lernt, wie eine Bierbrauanlage gebaut wird, probiert's doch am besten gleich mal selbst. Wie es funktioniert, das Bierbrauen. Die Atmosphäre eher unspektakulär. Der Arbeitseifer zeugt von Leidenschaft. Mit geschroteten Malzkörnern fängt alles an. Was ist das hier überhaupt? Das ist Gerstenmalz. Okay. Hier drin mal gucken. Die weißen Anteile, das ist alles Stärke. Ja. Und die wird nachher beim Gären umgesetzt zu Alkohol dann. Ach, aus Stärke wird Alkohol. Aus Stärke wird zunächst nochmal Zucker. Ja. Und aus dem Zucker wird dann nachher unser Alkohol. Na, das hört sich doch gut an. Doch es ist noch ein weiter Weg bis zum mild-herben Genuss. Das Getreide muss unterschiedlich stark geschrotet werden. Entscheidend ist die genaue Dosierung, denn nur so kann's was werden mit dem wirklich guten Bier. Der Schrot muss ganz viel Feingrieß haben oder ganz viel Grobgrieß. Und das kann ich halt vorher jetzt bestimmen und weiß halt, ob ich gut geschrotet habe. Das sind dann unsere Spelzen, die nachher beim Läutern die Filterschicht bilden. Und das sieht man dann hier auch nochmal in unserem Diagramm. Also das ist sozusagen die günstigste Verlaufskurve, genau. So wie es verteilt sein sollte, am besten um richtig gut, also euer Bier zu werden. Genau, genau. Nun muss das Gerstenmalz gemeischt werden. So heißt das unter Bierbrauern. Was machst du denn jetzt hier? Das ist die Maischpfanne. Dort werden wir das Gerstenmalz alles reintun. Und das ist 40 Grad warmes Wasser, das wir in Schritten auf 70 Grad erwärmen werden. Und während dieses Vorgangs des Maischens wird die Stärkekörner hier zu Zucker umgewandelt, dass die Hefe dann in Alkohol vergären kann. Aha. Und wie lange dauert das ungefähr? Wir werden das in Schritten erhöhen, die Temperatur, das nennt man Rasten. Und je nachdem, wie man die Rasten wählt, kann das eine Stunde oder anderthalb Stunden ungefähr dauern. Mit der sogenannten Jodprobe wird der Stärkegehalt der Maische gemessen. Bleibt die Flüssigkeit hell, geht's weiter. Im Läutertopf werden feste und flüssige Bestandteile getrennt. Der Getreidebrei wirkt wie ein natürlicher Filter. Die Flüssigkeit wird geläutert, also gereinigt. Hier können wir jetzt unsere Stammwürze kontrollieren. Die Stammwürze sagt uns was über den Zuckergehalt im Bier aus. Jetzt kannst du es da einfach mal reinstecken. Die Spindel, so. Spindel. Und das, was er uns anzeigt, das ist unser Zuckergehalt. Und unser Zuckergehalt, den frisst die Hefe auf. Und das ist dann unser Alkohol. Also es bedeutet, je mehr Zucker, desto mehr Alkohol. Ganz genau. Oh, das ist ja furchtbar. Was ist das denn? Das ist aber nicht furchtbar und das ist doch schon gar nicht eklig. Das ist unser fertiges Jungbier. Jungbier, ja. Schnell wieder das zu. Ist kurz nach der Gärung und dann fülle ich das gleich in eine Flasche ab. Dann kommt da schönes Etikett drauf und in 3 Wochen, dann trinken wir das zusammen. Dann sagst du, lecker und nicht boah. Namensgeber ist niemand Geringeres als der Präsident und Herbert Zickfeld freut sich. Ein paar Flaschen sind schon fertig und das Resultat der studentischen Arbeit grandios. Was ist denn das überhaupt so für ein Gefühl, dass ein Bier nach einem selbst benannt ist? Ist irre gewesen, da habe ich ja nicht mit gerechnet, ich habe es ja nicht gewusst. Das haben die ja geheim gehalten. Nun ist es aber raus und bei dem Geschmack scheinen die Chancen für den Wettkampf gut zu stehen. Übrigens ist das Zickfelder Dunkel besonders gut verträglich. Weil das Bier 2 Wochen länger als herkömmliche Biere gelagert wird, bauen sich alle sogenannten Fuselstoffe ab, die Kopfschmerzen verursachen. Na dann, Prost!